Ich hab schon vermasselt. Ich hab schon vermasselt. Ich nehme es gerade zum zweiten Mal alles auf. Weil beim ersten Mal aufnehmen mich die Auflösung irgendwie verbatzt habe. Obwohl ich das jetzt hoffentlich passt jetzt alles. Passt alles. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Okay, willkommen zu diesem Let's Play. Das ist der Charakter, den ich erstellt habe. Aber jetzt werde ich wieder ein neues Spiel starten. Dafür kenne ich mich jetzt ein bisschen aus. Ein bisschen kenne ich mich aus, wenn dann. Wir starten ins Intro rein. Deutsch. Ich schaue, dass ich mich auf die Story konzentriere. Das ist der Hauptpunkt jetzt. Ausgewogen wird gespielt. YouTuber-Schwierigkeit. Nein, ich bin alleine. Brauche. Egal, egal. Es geht los. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut, Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt, der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch. Falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Kritischer Treffer! Ihr streckt die Untoten nieder! Oh ja, genau! Das mit dem Niederstrecken läuft hier echt gut! Wir kommen dich holen, Dragonlord! Narren! Eure Heldengruppe hält mich nicht auf! Ich habe! Wow, ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da? Hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Bogen werden brennen! Babys werden heulen! Wer ist das? Meine Skelette werden über das Land herfallen! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt sterb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Krake! Es ist Königin Arschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet! Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Valleyline, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord! Arschgau! Du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgaun hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert!
ist echt cool. Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt! Fürs Erste! Einladung abgeschlossen! Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Oh, ich mach mir sowieso ja den gleichen wieder. Wo ist er? Bohrenhüter, da ist er. Mit dem kleinen Pilz neben mir. Na, den da. Klein machen wir natürlich. Und mit großem Kopf. Klein mit viel Gehirn, das ist wichtig. Wo ist meine Stimme? Meine Erscheinung. Nein? Doch, B. Was steht mir? Ja, das will ich hören. Selbst furchterregende Leute schmeißen sich dann und wann in Schale. Hast du feuchterregende oder furchterregende gesagt? Ich glaube, er hat feuchterregende gesagt. Nein, wo ist... Da war irgendwo was Cooles. Bogen. Hart gesonnen, da ist es. Ah, oh, wir hatten blau. Ich schätze, ich nehme was anderes. Dyradisch. So auffällig. Braun gebrannt. Braun gebrannt. Oder den Typ mehr. Der Afro ist cool, aber. Mir gefällt der Afro. Mir gefällt einfach der Afro. Bart hatte ich keinen. Haarfarbe. Ich gehe für euch mal die Haare durch, damit ihr es auch seht. Nein. Glatz ist auch immer cool. Es gibt nicht viele, aber es gibt coole Haarschnitte. Ja, Afro. Das ist männlich. Das ist doch handsome. Oh, das ist teuer. Der ist auch cool. Weißt du was? Wir gehen Drachenlocken. Dann sind wir schon durch. Wir machen die Drachenlocken diesmal. Da brauche ich fast einen Bart dazu. Schaut alle viel zu Comic auf. Außer ist ja genau das Spiel. Ah, okay, doch kein Bart. Grau, schwarz. Irgendwas. Goldbraun. Gold. Ach, ich bin keine Elfe. Oval. Nasenform hatten wir die. Weit. Spitz. Loch. Nordic, wo ist die Kuh? Haken. Haken schaut gut aus. Da, das. Da hatten wir was Hinteres. Klein schaut aber am besten aus schon. Ich schaue, dass ich eher einen Badass-Charakter zusammenbekomme. Die Pommes Augenbraune. Schaut hier nicht so schlecht aus. Die schaut ohne Augenbraune ziemlich gut aus. Er braucht schon Gesichtsbehaarung. Ja, irgendwie gefallen mir ohne Augenbrauen. Wimpern natürlich ohne, wenn wir schon keine Augenbrauen haben. Augenbrauenform ist ziemlich egal, oder? Wenn wir keine haben, auch Augenform. Ups. Schaut alles eher müde aus. Verwittert. Ja, gut. Pupillen sind alle cool, da gehen wir auch alle durch. Ist schon überhaupt die Alien-Sachen. Die erinnern mich an Javik von Mass Effect.
habe ich es natürlich schon. Klingt wie cool. Oh, schaut alles richtig cool aus. Die Alien-Augen. Oh, wo war das Nussbraun? Nee, ich nehme das Braun. Das passt perfekt dazu. Höres. Nee, wir machen es nicht so verrückt. Wir machen es nicht so verrückt. Wir wollen Bälle spielen. Narben. Bälle, es hat viele Narben. Das sah da sehr extrem übertrieben aus. Da, das nehmen wir. Diese Seite, Tattoo. Bäh, das hat keine Tattoos. Ach, warum nicht? Eyeliner hat ein Badass, oder? Nichts mehr Badass als Eyeliner. Eyeliner, Lichtschatten, ja, Lidschatten. War schon mal müde aus, das nehmen wir. Das passt schon. Rogue. Das ist Make-up, oder? Das schaut nach Make-up aus. Ohne. Lippenstift ist auch very badass. Oh, zuerst die Farben. Wo ist rot? Oh, schwarz passt auch. Tunika. Reifen. Was fehlt? Und da hinten die coolen Farben etwa. Das Violett hatte was. Ehrlich gesagt, wo war das Violett? Irgendwie gefällt es mir. Irgendwie gefällt es mir. Ich weiß nicht warum, es hat sowas. Wie heißt der Elder Scroll Charakter? Da gibt es einen Elder Scroll Charakter. Ich habe letztens den Mönch genommen. Da haben wir nochmal für alle, die sich das durchlesen wollen. Unten habt ihr die Punkte. Typisch aus Rollenspielen. In Elex 2 und Elex 1 schaut es auch so ähnlich aus. Und dann habe ich Geschicklichkeit nochmal hochgelevelt, weil Spurenhüter das anscheinend markiert hat. Und Einstimmung hat auch. Nochmal für alle, die sich das durchlesen wollen. Constitution. Nee, nichts duschen. Weisheit haben wir natürlich. Intelligenz auch. Stärke anscheinend nicht. Weiß nicht, ob es in diesem Spiel einen großen Sinn macht. Weiter. Name. Nein. Kein Namen. Namenlos. Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden. Und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler. Ich habe eine Null vergessen. Okay. Neuer Plan! Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut, ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich will an Geld kommen. Und wenn ich dabei die Welt rette, dann ist das ebenso. Lecker. Jetzt macht euch bereit, eine Welt der Fantasie zu betreten. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließt einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlummertal eingetroffen, einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Die Königin höchst persönlich? Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern.
Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Wird ignoriert. Zeit, uns den Dragon Lord zu holen. Ah. Gutes Spiel. Jedes Spiel, wo man sliden kann, gefällt mir schon richtig. Sliden ist ganz wichtig. Das Wichtigste. Dann kann man einfach flüssig kämpfen. Hui. Sliden. Das ist nicht, warum der Charakter von mir selber so eine leise Stimme im Vergleich zu allen anderen haben. Wie seine Stimme als Soundeffekt, was so cool ist. Kann sein. Oder sein Haar, oder das Wokuf. Einen königlichen Wegstein erscheint euch zu rufen. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der Aura. Das ist die Kraft des magischen Sehens und Hörens. Königin Arschgaul! Sie führt uns durch unsere... Ein umgestürzter Baum versperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Cool. Ich wollte immer schon mal einen Springus... In der Ferne lockt ein Glitzern von geschliffenem Stahl an. Eine Axt. Ein schickes Stück Stahl. Ich liebe Äxte. Auch wenn die magischen Hufabdrücke durch die Höhle führen, kommt die Felsdecke dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainier deine Pobacken. Und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Das wollen wir. Wie ein cooler Actionheld rum. Slivern. Ah. Das Style von diesen Spielen gefällt mir immer schon. Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zwackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf. Töten wir sie. Zwackend. Sie sind so zwackend. Oh, warum bin ich jetzt schon auf Nuss? Da ist noch einer. Ihr habt die Krabben besiegt. Zum Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hochklettern und den Huf abdrücken. Ich unterbreche sie gerne anscheinend gerade. Upsi. Ich bin in High-Speed-Modus schon. Als nächstes kommt der Speedrun. Ups, sie sind alle beleidigt. Sie reden nicht mehr mit mir. Was ist das? Ein Schrein? Ganz genau. Die Königin regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von Schicksalsbringern. Das sehe ich gerne. Es ist eine Knarre! Das Teil ist halb verrostet, macht aber immer noch Löcher in Leute. Was? Es gibt Knarren in einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy-Baby! Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter lauert bedrohlich drohend eine dunkle, alte Burg. Burgig. Wenn der Dragon Lord hier ist, wird er in dieser Burg sein. Wenn der Dragon Lord hier ist, wird er in dieser Burg sein. Schicksalsbringer, du wirst nie zum dunklen Herrn gelangen. Ah. Ribula! Brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer. Nichts lieber als das. Dann sind eh nur Knochen. Was anderes kann man da eh nicht brechen gerade. Ja, das haben sie dir zu viel versprochen. Schon bald wirst du zu uns gehören. Oh, nee. Wie kann Skelett sein? Schon dünn genug.
Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Meine Knochen. Heilige Scheiße, Herr Böse, zum dunklen Herrn kommen. Ich muss mich sputen. Ja, ja, was auch immer das heißen mag. Da oben auf dem Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Ich bin Ribula, treuer Diener des Dragonlords. Verrate mir, wo sein Grab ist, oder ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf den Diamantschweif der Königin. Lüge! Ich mach dich zum Skelett. Schwärmt aus, meine untoten Diener. Wir müssen unseren Herrn finden. Ribula. Ah. Ah, die Stimmen da schon. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Oh oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! Sieg! Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen das Dorf retten. Noch keine Zweitwaffe. Oh, Obiane, das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Oh nee, Skelette. Was tue ich da bloß? Die töten? Ja. Verflucht! Sei auf ewig verflucht! Ach, das bin selbst ich doch schon. Schuld, weil du es versucht hast. Bin ich doch schon. Weil ich immer Troubleshooting-Probleme habe und jetzt das Tutorial zum zweiten Mal spiele. In dem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen das. Oh, sehr weise von dir. Du gewinnst. Oh, so welche weisen Skelette. Erhebt euch, Brüder! Wir sind für den Kampf geboren! Nope, der ist gut. Ups. Komm schon, Garifex. Du bist ein mächtiger Zauberer, der alle 20 Seiten der Welt gesehen hat. Du bist wie ein Blatt durch die wabernden Winde geflogen und hast die Bannworte an Hulgrens Pass gesprochen. Nur weil du dich in diesem anonymen Dorf zur Ruhe gesetzt hast, hast du noch längst nicht deine Magie verloren. Wenn du nur diesen Eiszauber meistern könntest, kommt der Rest vielleicht auch zu. Ein vollmächtiges Skelett erhebt sich. Albertus! Jetzt kann es losgehen. Ihr habt gesagt, sie werden sich vor uns nass machen. Eine einzelne Dorfbewohnerin hat das Gemetzel überlebt, aber sie sieht ziemlich übel aus, als würde sie gleich sterben. Wir könnten ihr den Arsch retten. Ja, tun wir. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Ist gratis. Ich suche den Dragon Lord. Du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft? Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Ja, ja. Wir machen hier eine kurze Pause. Und dann geht's gleich wieder weiter mit Part 1 nach diesem kleinen Intro mit Charakter erstellen. Jo, peace out, Dovelle.